Bei mir wirkt das wirklich wie ein französischer Laden. Wie man das kennt aus der Bretagne oder ne, aus Südfrankreich, diese Läden, die ein bisschen vollgepackt sind von unten bis oben. Es gibt kaum Platz, so ein bisschen. Und vor allem, ich selber nehme das gar nicht mehr wahr, weil ich den ganzen Tag im Laden stehe. Aber es riecht sehr stark nach Lavendel in meinem Laden. Okay, ja. Nach Lavendel, nach Südfrankreich, nach Feigenbaum, weil ich so Seifen habe, die ja offen stehen. Und es riecht alles sehr stark danach. Und also so, ich habe auch so Lavendelstreusel und sowas. Und das heißt, man kommt rein und man hat den Eindruck, man ist in der Provence gerade. Hallo, willkommen zu dem Entfalte dein Laden Podcast. Mein Name ist Johannes Albert, ich bin Innendesigner, Markenspezialist und unterstütze seit über 10 Jahren inhabergeführte Läden dabei, besser sichtbar zu werden, bekannter zu werden und die richtigen Kunden und Kundinnen anzuziehen. Jede Woche spreche ich hier im Entfalte dein Laden Podcast mit Inhaberinnen und Inhabern von inspirierenden Läden aus dem Einzelhandel über Erfolgsstrategien, Herausforderungen und konkret umsetzbare Tipps. Wenn du einen Laden hast, einen Laden eröffnen willst oder kleine Läden einfach nur großartig findest, dann ist dieser Podcast hier für dich. Schön, dass du mit dabei bist. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser neuen Episode von dem Entfalte deinen Laden Podcast. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Wenn du Interesse hast an kulinarischen Highlights, insbesondere wenn die aus Frankreich kommen, dann bist du in diesem Podcast total richtig. Wir haben einen Concept Store für die französische Lebensart aus Recklinghausen mit dabei. Und ich freue mich total, dass die Inhaberin des AMA Concept Store in Recklinghausen heute zu Gast ist, Sarah Landis. Hallo Sarah, schön, dass du dabei bist. Hallo, ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin über dein Instagram gestolpert und habe festgestellt, dass dein Laden wirklich schon so eine französische Lebensart ausstrahlt. Und das fand ich so schön und ja, so gewinnend. Und dachte, okay, wir müssen uns unbedingt mal unterhalten. Und viele Menschen kennen deinen Laden vielleicht noch nicht oder haben gerade nicht so eine bildliche Vorstellung davon. Vielleicht kannst du uns mal als erstes erklären, was du genau für einen Laden hast und was wir uns so darunter vorstellen können. Gerne. Ja, ich habe einen französischen Concept Store. Das bedeutet, dass ich eine gewisse Lebensart versuche zu vermitteln, zu verkaufen. Ich habe vor allen Dingen Feinkost und Weine. Das sind die Dinge, die ich am meisten verkaufe. Aber neben den beiden Sachen habe ich auch noch Pflegeprodukte aus Frankreich, Marseille-Seife zum Beispiel ganz viel und Handcremes und sowas. Ich habe auch ganz viele Lifestyle-Accessoires wie Boule-Kugeln und ich habe auch noch Papeterie, also Schreibware aus Frankreich, genau, Deko, Keramik, sowas, ja. Als ich fertig war mit der Schule, gab es so ein paar Leute in meinem Freundeskreis, die so Frankreich verliebt waren, dass die dann Auslandssemester gemacht haben und Erasmus und diese Frankreich-Liebe nie abgebrochen ist und so eine, ja, so ein Lifestyle da draus geworden ist. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du einen Laden eröffnest mit eben dieser französischen Lebensart? Ja, das ist eine lange Geschichte, das war ein langer Weg. Ich habe ganz, ganz viele Jahre studiert, weil ich nicht wusste, was ich so werden will, wenn ich groß bin. Und dann war mein Studium zu Ende. Ich habe in Bochum damals studiert, aber ich komme ursprünglich aus Frankreich. Ich wollte Lehrerin werden. Irgendwann habe ich festgestellt, nee, Lehrer sein ist nichts für mich. Und dann habe ich mein Studium abgeschlossen an der Bochumer Uni und bin dann in die freie Wirtschaft gegangen. Aber ich habe immer gemerkt, eigentlich ist mein Ding schon selbstständig zu sein und einfach mein Ding zu machen. Und irgendwann kam so ein kleiner Schicksalsschlag. Und da musste ich mich halt einfach ja, entscheiden, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gedacht, ich komme aus Frankreich, ich kenne sehr viele Menschen, die ganz tolle Dinge produzieren, ich kenne tolle Lieferanten und so weiter und ich mag diese französische Lebensart, ich versuche sie ja zu leben in meinem Rahmen in Deutschland und da habe ich gedacht, ist ein super Projekt, ich versuche das mal und ursprünglich wollte ich eigentlich nur Weine verkaufen. Ich wollte so eine Art Bodega eröffnen, also in Frankreich nennt man das une cave à vin. Aber dann habe ich gedacht, rein französischer Wein, ich weiß nicht, wie gut sich das hier im nördlichen Ruhrgebiet macht. Und dann habe ich gedacht, nimm's noch ein bisschen Lifestyle mit und Feinkost und so weiter, wird schon, ja. Ja, was macht denn die französische Lebensart aus? Also wenn du sagst, du lebst das gerne selbst für dich so, kannst du das in irgendeiner Form zusammenfassen? Die Franzosen sind Genießer. Die genießen
einfach den Moment, glaube ich, viel mehr als in Deutschland, wobei ich den Eindruck habe, dass meine Kunden doch sehr entspannt sind und ein bisschen diese deutsche Vita leben. Das ist ja auch ein bisschen so ein, ja, Genießer-Lifestyle. Und das finde ich eigentlich ganz toll. Und vor allen Dingen, was an Frankreich so besonders ist am Lifestyle, ist auch die Qualität der Produkte. Natürlich gibt es auch in Frankreich Supermarktprodukte, die jetzt nicht sehr qualitativ sind. Und ich habe ja ein Feinkostgeschäft, also ich verkaufe Feinkost. Ne? Das findet man auch nicht in Frankreich im Supermarkt, sondern auch in diesen Feinkostgeschäften. Aber das ist so ein Lifestyle, was ich gerne vermitteln möchte, dieses in dem Moment leben, genießen, tolle Produkte haben, die wirklich qualitativ sind und auch mir die Zeit nehmen, immer mit den Kunden zu sprechen, auch lange Gespräche teilweise zu führen und einen Kaffee auszuschenken und einfach halt, ja, dieses frankophile Leben, ja. Das Schöne an so einem Laden wie deinem Laden ist, dass die Menschen, wenn die in deinen Laden kommen, eben dieses Lebensgefühl gleich mitkaufen. Inwiefern können die Menschen denn, wenn sie bei dir im Laden sind, dieses Lebensgefühl erleben? Ja, also das höre ich ganz oft, wenn die in meinen Laden reinkommen. Ich bin kein Handwerker und ich hatte auch nicht so viel Geld, als ich gegründet habe. Also habe ich sehr viele Secondhand-Möbeln gekauft, war sehr viel im Secondhand-Laden, habe mir Möbeln von eBay-Kleinanzeigen geholt, habe die selber geschliffen, gestrichen und so weiter. Und dadurch wirkt alles ein bisschen urig, so ein bisschen, ja, ein bisschen anders. Es ist nicht so minimalistisch und so, was ja auch sehr schön sein kann. Aber bei mir wirkt das wirklich wie ein französischer Laden. Wie man das kennt aus der Bretagne oder, ne, aus Südfrankreich, diese Läden, die ein bisschen vollgepackt sind von unten bis oben. Es gibt kaum Platz, so ein bisschen. Und vor allem, dass ich selber nehme das gar nicht mehr wahr, weil ich den ganzen Tag im Laden stehe, aber es riecht sehr stark nach Lavendel in meinem Laden. Nach Lavendel, nach Südfrankreich, nach Feigenbaum, weil ich so Seifen habe, die ja offen stehen. Und es riecht alles sehr stark danach. Und auch so, ich habe auch so Lavendelsträuße und sowas. Und das heißt, man kommt rein und man hat den Eindruck, man ist in der Provence gerade. Ist das nicht Ja. genial? Weil ich wette, ich hatte letztens auch einen anderen Laden zu Gast, und zwar eine Unverpackt-Drogerie, wo die Kunden immer reingekommen sind und gesagt haben, wow, das riecht hier immer so gut bei dir. Und dieser Geruch alleine schafft so einen mentalen Urlaub für die Kunden und Kundinnen. Kriegst du das auch, also das gespiegelt? Ja, absolut. Also meistens sind die Leute sehr begeistert davon. Es passiert manchmal, dass manche reinkommen und sehr sensibel sind und dann sagen, ah, es tut mir leid, ich kann hier nicht bleiben, es riecht zu streng. Ich persönlich, wie gesagt, ich rieche das gar nicht mehr. Also man kann sich das nicht vorstellen wie bei Douglas. Also so heftig ist es jetzt auch nicht, aber oder in so Parfümeries ist es nicht so heftig wie dort, aber Ja, vor allen es Dingen ist schon. natürlicher stelle ich mir vor, oder? Also Douglas Ja. oder so eine Parfümerie hat doch eine ganz andere Qualität an Geruch, oder? Ja, gut, also bei denen sind ja auch Parfums, von daher gehe ich davon aus, dass es auch qualitative Gerüche sind. Aber bei mir riecht es halt nach Marseille-Seife. So, es riecht wie in Aix-en-Provence, wenn man dann in diesen kleinen Touri-Läden reingeht. So riecht das. Deshalb, also es ist einfach so ein Gefühl und das merke ich. Ich habe jetzt eine Kerze zum Beispiel geöffnet, die heißt Tartatin. Tartatin ist so ein französischer Apfelkuchen, wo die Äpfel karamellisiert werden. Und ja, und die Kerze wird halt in der Provence hergestellt mit natürlichen Produkten und so weiter. Und die ist sehr intensiv und die Leute kommen rein und sagen, oh, irgendwas riecht hier, das riecht total krass, was ist das? Und am Anfang wusste ich, war so Lavendel, ich weiß nicht, nee, ist nicht Lavendel. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, das ist diese Kerze, die riecht wirklich nach Kuchen. So, man will wirklich da reingehen und das ablecken. Was mich jetzt total ärgert, dass wir im Podcast das nicht nachvollziehen können, diesen Ja. Geruch. Also da hätte ich jetzt voll Interesse, das mal auszuprobieren. Für die Menschen, die deinen Laden noch nicht kennen, kannst du uns mal wie so einen kleinen, kurzen Rundgang, so einen imaginären durch deinen Laden geben? Angenommen, wir stehen jetzt vor deinem Laden und gehen mal einmal rein. Was Ja. können wir da denn alles so entdecken? Also erstens muss ich sagen, der Laden ist sehr, sehr klein. Also der ist, glaube ich, 35 Quadratmeter groß. Das heißt, man ist schnell
durchgelaufen. Und deshalb habe ich sehr viele kleine Produkte, damit man auch länger da verweilt und damit man auch Lust hat, wiederzukommen. Und das funktioniert ganz gut tatsächlich. So, wenn man reinkommt, also wenn man vor dem Laden steht, sind da überall Blumentöpfe auf der Treppe und draußen und Kundenstopper mit irgendwelchen Wein des Monats Infos oder Weinproben, die ich auch gebe, zwar nicht im Laden, aber mit anderen Partnern in der Stadt zusammen, mit den Weinen aus meinem Geschäft. Und dann geht man rein, es gibt eine kleine Treppe, die muss man halt steigen können. Es gibt eine kleine Rampe, aber es ist jetzt nicht, wie sagt man das nochmal? Genau, das ist nicht rein barrierefrei, leider. Also die Treppe ist so relativ steil, ich kann da auch keine Rampe oder so hin tun, das wird nicht funktionieren für Menschen im Rollstuhl. Aber ich komme auch gerne nach draußen und berate. Okay. Egal, auf jeden Fall kommt man rein und links, ganz links im Schaufenster ist da so eine Bank, die ich total toll finde. Die hat eine sehr gute Freundin von mir gemacht, die Schreinerin. Und die hat sie mir geschenkt und die ist so ein bisschen dieses Weiß und der hat einfach zwei Stühle zusammengeklebt irgendwie und das sieht total toll aus. Und da habe ich ganz viel Olivenholz aus meiner Heimatstadt. Habe ich Wo so ist denn deine Heimatstadt, wenn ich fragen darf? Ja, sie ist in der Provence, Saint-Cyr-sur-Mer heißt das. Das ist direkt an der Küste. Das liegt zwischen Marseille und Toulon. Aha. Und das ist ja sehr schön. Südfrankreich. Südfrankreich, genau. Und dann habe ich ein Regal, wo ganz viel Krimskrams drin ist, was ich sehr mag. Also da gibt es so Vintage-Schilder und irgendwelche Gläser und Zeug, wo kleine französische Wörter draufstehen. Zum Beispiel habe ich ein kleines Glas, was ich total mag. Da steht Canaille drauf. Und Canaille heißt auf Deutsch Kanaille. Also dieses ein bisschen so jemand, der frech ist, ein Frechdachs. Ja, das mag ich ganz gerne. Genau, und dann guckt man weiter, da hat man die Weinabteilung sozusagen. Da habe ich so ein großes Brett geschliffen damals, und richtig so Rohholz und so Füße gekauft dafür aus Gusseisen fast, also die waren sehr, sehr schwer. Und dann habe ich da mein Weinsortiment drauf. Und da gibt es verschiedene Sachen von Weiß bis Rot über Rosé, Cremants und so weiter. Da habe ich auch Liköre und Spirituosen. Ja, dann guckt man auf die Kasse quasi, also auf den Tresen. Und dann geht es weiter nach rechts. Da habe ich so einen ganz alten Sekretär, was ich auch auf eBay gefunden habe. Und da ist meine ganze Papeterie, meine ganze Schreibware. Aus Paris kommt die und aus der Bretagne teilweise. Und rechts hat man dann die süße Feinkost. Daneben ist dann ganz viel Keramik, das kommt auch aus meiner Heimat, zwar nicht meine Heimatstadt, aber eine Stadt 10 Kilometer weiter, so im Hinterland von Marseille. Aubagne heißt sie und das ist die Hochburg der Tonerdkeramik und da bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass ich deren Produkte haben kann, weil die das wirklich alles mit der Hand machen, es ist alles mit der Hand gedreht. Die haben unglaublich lange Lieferzeiten dadurch, weil es so eine 3-Mann-Manufaktur ist. Okay. Und, und die machen ganz, ganz tolle Sachen, Barbotine heißen die. Und da habe ich ganz viele Sachen von denen, Olivenölbehälter, Knoblauchreiben, Töpfe, Tassen, genau. Ja, und daneben habe ich dann die Pflegeprodukte. Und in der Mitte des Ladens ist ein Tisch und da ist salzige Feinkost, also Oliven. Was habe ich? Ganz viele Brotaufstriche, Essige, alles Mögliche. Genau. Ja. Ja. Was ist denn in deinem Laden ein meistgesagter Satz von deinen Kunden und Kundinnen? Wir lieben die Bretagne. Und ich denke immer, ich war noch nie da. Also okay. Die Bretagne ist so schön. Und ich denke, ich komme aus Frankreich. Ich habe nichts mit der Bretagne zu tun. Okay. Nee, aber die Bretagne soll ja sehr schön sein. Und deshalb habe ich auch jetzt ganz viele Produkte aus der Bretagne gekauft, weil ich gedacht habe, wenn die Kunden gerne in die Bretagne gehen, dann sollen die auch was davon bekommen. Und ja, warum meine, die nicht? Bretagne ist eine sehr kulinarische Region auch. Also, sie hat zig verschiedene Cidre mittlerweile, zig verschiedene Karamellsorten, Kekse aus der Bretagne, alles Mögliche. Ja. Auch noch auf Kunjamann. Darauf hätte ich Bock, dass es so eine Art Kuchen, der sehr, sehr butterig ist. Ja. Das ist sehr schön, ja. Ja, du hast von Kaffeeausschenken gerade am Anfang gesprochen und ich habe auch bei Instagram gesehen, dass du so Wine-Tastings und sowas machst. Kannst du mal ein bisschen in so diese ganze Event- und Ausprobier-Situation aus deinem Laden erzählen?
Ja, also leider ist es so, dass ich in meinem Laden nicht die Möglichkeit habe, Gastro anzubieten. Also ich kann keine gastronomische Produkte anbieten. Das heißt, ich habe auch keine frischen Käse oder frische Produkte generell nicht. Und Kaffee ist auch so eine Sache. Da muss man bestimmte gesundheitliche oder Hygienevorschriften respektieren. Das kann ich halt nicht machen. Deshalb, ich gebe meinen Sohn Kaffee aus, aber es ist nicht offiziell, also ich nehme kein Geld für, ne? Das würde nicht gehen in meinem Laden. Genauso mit dem Wine-Tasting. Und dazu kommt auch noch, dass, wie gesagt, im Laden riecht es sehr stark nach Lavendel, unter anderem. Und das ist nicht so gut für eine Weinprobe. Deshalb habe ich mich jetzt verbündet sozusagen mit anderen Händlern der Stadt. Zum Beispiel mit dem Patrick Musial, der eine ganz, ganz tolle Buchhandlung hat in einem ganz alten Gebäude. Und es ist in einer anderen Ecke der Innenstadt, was auch einen anderen Einzugsgebiet quasi hat, ne? Eine andere Kundschaft. Und mit dem macht das sehr viel Spaß. Und das ist toll, weil es halt so auch literarisch ist, ne? Man sitzt da mitten in den Büchern und man isst einen geilen Appenzeller und trinkt einen tollen französischen Wein. Das macht sehr viel Spaß. Und dann habe ich mich auch verbündet in Anführungszeichen mit der Maha. Sie hat ein libanesisches Restaurant in der Innenstadt, direkt in meiner Straße. Und da machen wir eine französisch-libanesische Soirée, also mit französischen Weinen und libanesischem Essen. Das haben wir bis jetzt einmal gemacht, aber das war wirklich der Hammer. Es war sehr, 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 sehr schön. Und ja, also das versuche ich halt zu forcieren, weil ich finde solche Events selbst spannend. Also ich würde selbst an solchen Events teilnehmen. Und für mich ist es so, so lieb ich den Einzelhandel habe, weil ich habe sehr viele Jahre studiert, wie ich schon sagte, und ich brauche auch ein bisschen geistige Nahrung und ich lese mich sehr gerne ein in Themen und lerne sehr viel und so weiter. Und jede Weinprobe bedarf einer sehr, sehr intensiven Vorbereitung. Und ja, und das mache ich sehr, sehr gerne. Ja, und das ist so geistige Nahrung für mich. So ein bisschen was Neues lernen, mit den Winzern zu telefonieren und zu fragen, erzähl doch mal eine Anekdote, wie wird der Wein genau gemacht? Und ich lerne auch Super. super viel über die Technik dadurch, ne? Wie wird Wein hergestellt? Das ist sehr, sehr spannend, ja. Ich versuche immer wieder das Thema Events und Veranstaltungen in Läden zu thematisieren, einfach weil das so wirkungsvoll ist, gerade für Weiterempfehlungen. Da kannst du mal so deine Erfahrung aus den Veranstaltungen, die du jetzt gemacht hast, mit uns teilen, was so die Resonanzen der Kunden und Kundinnen waren. Ja, also es sind sehr positive Resonanzen tatsächlich. Ganz oft sagen die Leute, dass die Weine sehr, sehr gut sind. Das freut mich total. Und ich habe viele, viele, es gibt dieses deutsche Wort, was ich sehr mag. Meine Mutter hat gelacht, als ich das gesagt habe, weil sie ist auch Deutsche, aber sie hatte dieses Wort wohl sehr lange nicht mehr gehört. Also ich habe sehr viele Wiederholungstäter. Und ich freue mich immer total darüber. Also manche kommen fast zu jeder Weinprobe und ich zeige auch immer neuen Wein und kommen dann auch natürlich in den Laden. Dann erzählen die mir, oh, ich liebe es, meinen Kaffee aus dieser Mokka-Tasse zu trinken, die ich bei dir im Laden geholt habe, nachdem die bei mir in der Weinprobe waren. Also das merke ich schon, dass die Leute dann, es ist auch gute Werbung, es ist gutes Marketing auch für mich und irgendwo, das ist eine Sache, die ich auch mag. Es zeugt auch ein bisschen von meiner Kompetenz. Also, dass ich nicht nur ein rein sympathischer Mensch bin, sozusagen, sondern ich kann auch was. Und das freut mich dann, wenn die Leute wiederkommen und das halt so wahrnehmen, ne? Und das freut mich, ja. Ja, total. Genau. Du hast gerade das Thema kleine Produkte angesprochen und einfach dadurch, dass du sagst, dein Laden ist jetzt nicht so, ja, 35 Quadratmeter, ne, da muss man schauen, wo man kleine Produkte unterbringt. Und dein Schaufenster, du hast so dein Laden ist an sich eigentlich so, ne, links und rechts sind Schaufenster, in der Mitte die Tür. Nach welchen Kriterien dekorierst du denn deine Schaufenster und wie bringst du denn gerade eben diese kleinteiligen Produkte ins Schaufenster? Also, um ehrlich zu sein, ich mache mir gar keine Gedanken. Ich bin eher jemand, ich bin aus Frankreich, ja. Ich handle sehr viel über mein Bauchgefühl. Es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Und ich
Ja, ich stelle einfach die Dinge im Schaufenster, die ich neu habe. Oder manchmal wechsle ich auch, ne, das kommt jetzt weg, das bleibt. Aber ich habe keine Systematik. Ja. Ich will nur, also anders als vielleicht in anderen Läden, weil es ist jetzt auch nicht mehr sehr modern. Heute, auch ich bin total anfällig für Läden, die schlicht sind, wo man, das ist sehr minimalistisch, wo man nur so zwei Farben hat und dann hat man total geile Produkte im Schaufenster, aber nur so ein paar, so kleckerweise. Finde ich total schön und ich bin sehr anfällig, da würde ich sofort reingehen in so einem Laden. Aber mein Laden ist eher so traditionell französisch, da ist alles im Schaufenster. Alles, was ich verkaufe, ist im Ja. Schaufenster und es funktioniert. Also es ist auch das Gefühl, was ich quasi vermitteln möchte. Am Anfang wusste ich gar nicht, dass ich das so vermitteln möchte, aber es hat sich so ergeben, dass ich das mittlerweile ganz, also sehr mag dieses, es ist ein bisschen vollgestellt und die Leute finden das total cool und die kommen immer wieder und entdecken immer wieder neue Sachen und ja, und das so mache ich das einfach. Alles ein bisschen im Schaufenster, ab und an ein bisschen was tauschen und na, man Ja. muss auch ein bisschen wechseln, damit die Leute auch was Neues zu gucken haben. Aber ich habe keine Systematik sozusagen. Ja. Das andere, was ich total spannend finde vor deinem Laden, dass du deinen Laden außen mit den französischen Nationalfarben anleuchtest. Also zumindest, wenn es so die Dämmerung, wenn es in die Dämmerung geht, dann kann man das ganz schön sehen. Das hat sicherlich eine tolle Fernwirkung. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, ob da Kunden was zu gesagt haben oder wie da überhaupt die Reaktionen dazu waren? Ja, also dazu muss ich sagen, es ist nicht immer so, leider, weil ich kein Elektriker bin. Aber das ist eine gute Idee. Vielleicht sollte ich das mal so übernehmen. Es war nur zu einem Event in der Stadt und Okay. zwar Recklinghausen leuchtet. Es ist ein ganz, ganz tolles Event. Ich glaube, das sind die zwei letzten Oktoberwochen und die erste Novemberwoche immer. Und dann ist die komplette Innenstadt beleuchtet. Und ich habe daran teilgenommen und habe dann diese. Wie nennt sich das? Diese Strahler, diese Ja. Lichtstrahler bekommen. Die waren beide rot, aber ich habe einen Kumpel, der Elektriker ist und der hat eins dann blau eingestanden, dann wirklich das blau-rot. Ne? Und das war Ja. auch. Und das war cool, also das hat sehr viel Aufmerksamkeit gebracht. Aber grundsätzlich ist es nicht beleuchtet. Also ich habe so ein paar IKEA-Lampen im Schaufenster und die Leute finden das immer ganz cool. Die sagen, dein Laden ist so süß beleuchtet nachts. Aber ich will auch nicht, dass die Nachbarn sich ständig gestört fühlen von dieser krassen Beleuchtung, dieses Weiß, dieses Blau, Ja, verstehe. ja, ja. Ja Das gut, ist das kann auch man ein auch nach einer, bisschen. genau, und das kann man nach einer Zeit irgendwann ausschalten. Das muss jetzt Genau. nicht nachts um 4 noch strahlend hell Ja, absolut. sein. Genau, das mache ich sowieso. Ne? Dass ich Ja. das, ich habe selber in der Innenstadt gewohnt früher und also nicht in Recklinghausen, sondern woanders. Und Ja. die Läden gegenüber, die hatten immer die Beleuchtung bis tief in die Nacht und es war schrecklich. Ja, und wenn Also du dann noch krasse wechselnde Beleuchtung. Lichtfarben hast, dann hast du wirklich hast du so die Disco-Beleuchtung bei dir im Ja, Wohnzimmer, ne? ja, Naja. ja, ja. Aber eine Sache wollte ich noch Ja. sagen, übrigens zu der Straße, wo ich bin. Weil ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Straße ist, dass es eine ziemlich mediterranische Straße ist. Es ist ein bisschen abgelegen, das ist so eine Seitenstraße. Es gibt in der Innenstadt sehr viele Baustellen und deshalb ist es ein bisschen schwierig. Man kommt nicht unbedingt in diese Straße hinein. Deshalb ist Hörensagen sehr wichtig für meinen Laden. Aber was cool ist, direkt gegenüber von meinem Geschäft ist ein Italiener und der ist sehr, sehr angesehen in Recklinghausen. Der hat sehr viel Erfolg und der Claudio heißt der Inhaber, ist wirklich eine Persönlichkeit. Also ich glaube, die Leute gehen alle in sein Restaurant, um Zeit mit ihm zu verbringen, weil er wirklich so eine sehr charismatische Person ist. Und ein bisschen weiter unten ist ja dieses libanesische Restaurant und das hat so einen sehr angenehmen Charme. Also diese Straße hat sehr viel Charme. Da sind auch Olivenbäume überall verteilt und also wir nennen das die Mittelmeerstraße in Okay. Recklinghausen. Ja. Ja, also das ist ganz schön. Da passt halt das Geschäft ganz gut rein, ja. Ja. Eine Frage hätte ich, was deine Gründung angeht. Zum einen, seit wann gibt es eigentlich deinen Laden? Und du hast irgendwann entschieden, okay, ich mache jetzt diesen Laden auf. Kannst du uns mal so ein bisschen in den Moment mitnehmen, wo du gesagt hast, ja, ich mache das jetzt? Weil es braucht Mut und ich finde das immer so interessant, wie dann, weil viele Menschen wollen einen Laden aufmachen oder haben den Wunsch, einen Laden zu machen, aber es machen halt nicht alle. Was ich mich dann immer frage, was hat dazu geführt, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt? Ja, also den Laden gibt es seit
August letzten Jahres. Also 2021. 2021, genau. Und es ist daraus entstanden, dass ich gekündigt worden bin von meinem alten Job. Ich hatte einen Bürojob und da war eine Situation, wo die dazu geführt hat, dass ich nicht mehr da gearbeitet habe. Das war aber eine persönliche Situation. Also es war eine Mischung von Privatleben und professionellem Leben und das ging halt nicht. Und mein Chef hat dann gesagt, ja, ich muss mich von dir trennen. Und da war ich aber schon so weit, dass ich gedacht habe, ja, ich will auch gehen. Ja. Ich habe den Schritt halt nie gewagt, weil man ist auch immer sehr bequem. Man verdient ein regelmäßiges Lohn. Das ist auch ein Thema, was ich auch gleich erzählen kann, weil ich bin sehr sicherheitsbedürftiger Mensch. Dann ist Selbstständigkeit nichts für dich. Überhaupt nicht. Ja, genau, genau. Also zwar ist ja, also dieses regelmäßige Einkommen, auch gar nicht so schlecht verdienen und so weiter. Ja, und, ja. Und so. Und das war halt sehr schön. Vor allen Dingen, ich war in einem Bereich, ich habe in der Industrie quasi gearbeitet und ich war für den französischen Bereich mehr oder weniger zuständig. Mein Chef war sehr frankophil und ich war seine Assistentin. Und wir haben sehr viel mit Frankreich gemacht. Und das war total cool. Ja, und ich habe auch in dem Job, ich war im Vertrieb, ich habe auch in dem Job sehr, sehr viel gelernt, muss ich sagen, was mir auch sehr zugutekommt für den jetzigen Job. Genau. Und dann kam eben der Moment, wo ich mich entscheiden musste, okay, ich muss was anderes machen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, ich will nicht das Gleiche in Grün nochmal machen, woanders starten. Und man muss auch sagen, das war mitten in der Corona-Zeit. Ich habe bestimmt 50 Bewerbungen rausgeschickt. Ich habe nur Absagen bekommen, aber nicht im Sinne von, nein, ihr Profil interessiert uns nicht, sondern zwar immer, wir haben einen Einstellungsstopp. Wir können gerade nicht, wir können gerne ein Forschungsgespräch machen für später, aber aktuell haben wir einen Einstellungsstopp. Ja. Und dann dachte ich, ich bin, damals war ich 31, ich dachte, okay, ich will nicht arbeitslos sein, ich kann arbeiten, ich kann nicht arbeitslos sein, ich bin so jung und tatkräftig und so weiter. Und dann war ich in Frankreich bei meinen Eltern, da hatte ich den Job noch und mein Vater meinte, deshalb die Sicherheit, weil ich komme aus einer Familie, die nicht immer finanzielle Sicherheit hatte. Mein Vater war Schauspieler von Beruf und ja, das bedeutet, es ist ein bisschen so phasenweise. Ja, Achterbahn, finanzielle Achterbahn. Und genau, und dann hat er gesagt, er arbeitet für ein Hotel aktuell und also er ist in Rente, aber nebenher macht er das und er führt deutsch- oder deutschsprachige Touristen durch die Orte, durch die Ortschaften und die machen Wanderungen, er bringt den Stand-Up-Paddling bei und keine Ahnung, also so ein bisschen eklektisch, er kann sehr viele Dinge machen, Chamäleon. Cool. Ja. Und auf jeden Fall hat er gesagt, komm doch mit zu einer Weinprobe, es gibt ein neues Weingut und die sind total nett und du wirst sehen und so weiter. Und das ist ein Weingut in meiner Heimatstadt, das ich noch nicht kannte, Les Trois Filles heißt das und dann hat er uns dahin gebracht. Und das war ein toller Tag. Es war Sommer, die Sonne schien. Wir kommen da auf dieses Weingut an. Es sind überall Olivenbäume, links und rechts Weinreben. Das Weingut sieht aus, da waren so Arkaden. Und man konnte einfach durch diese Arkaden das Meer hinten sehen. Ah, es war so schön. Wow. Wir haben die besten Weine probiert. Wir waren alle natürlich angetrunken. Da waren noch ganz viele deutsche Touristen bei. Mein Bruder war auch dabei. Und mein Vater hat alles erklärt, hat uns durch diesen Weinkeller geführt. Und die Winzer waren so nett und so. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist mein Leben, das will ich machen. Das ist das, was ich machen will. Ich will so leben. Okay. Aber in Deutschland. Okay. Und dann, und da kam die Idee. Das war der Moment wirklich, so, es hat mich wirklich so wie struck by lightning. So, ich war wirklich so, okay, das ist der Moment, das muss ich jetzt machen. Ja. Und dann habe ich überlegt, ah, wie kann ich das machen in Deutschland? Und ich habe keine Erfahrung, ich kenne mich nicht aus mit Wein. Also ich bin zwar da aufgewachsen, habe viel in der Weinlese gearbeitet und so, aber ich, ich kannte mich halt nicht aus. Und dann habe ich gedacht, ich muss auch andere Dinge reinnehmen. Und ich habe das Glück, dass in meiner Heimatstadt auch sehr viele Hersteller sind tatsächlich und man kann sehr gut mit denen zusammenarbeiten, weil die auch Erfahrung haben mit dem Export nach Deutschland und so hat es begonnen. So habe ich dann gesagt, okay, ich mache das. Dann war ich arbeitslos irgendwann. Ich glaube, das war im August. Ich wusste, ich werde arbeitslos. Also ich wusste, es kommt und ich wurde dann im Oktober arbeitslos. Und dann habe ich 6 Monate, nee, Moment, ich habe im August dann gestartet, aber das Ganze hat eigentlich im Juli, also ich habe den Laden ja bekommen, dann musste ich den umbauen und so weiter. Und dann, diese ganzen Monate
Da bin ich erstmal 6 Wochen zurück nach Frankreich gegangen nach meiner Kündigung und habe dann dort ganz viele Lieferanten besucht, 1000 Weingüter. Ich war jeden Tag betrunken. Ja, und dann habe ich ganz viele Kontakte geknüpft und habe mich auch sehr viel erkundigt, auch in Feinkostläden in Frankreich. Wie macht ihr das? Was sind Produkte, die gut funktionieren, etc.? Und die waren super nett alle und haben immer gesagt, du kannst mich jederzeit anrufen, wenn du Hilfe brauchst und so. Und und so bin ich dann zurück nach Deutschland mit meinen ganzen Ideen und Kontakten und so weiter und habe dann mein Projekt sehr langsam aufgebaut, weil es war ja auch in Corona-Zeiten. Mhm. Das heißt, auch der Austausch mit den Behörden war gar nicht so einfach. Mhm. Es hat sich alles sehr lange gezogen, von dem Moment, wo ich meinen Businessplan abgegeben habe bei der Bank, bis ich dann Rückmeldungen bekomme, es hat sich alles sehr gezogen. Ja. Und da bin ich sehr froh, dass mein Vermieter so geduldig war und gewartet hat. Genau, so kam das. Das heißt, ein Großteil deiner Lieferanten und Lieferantinnen kennst du auch persönlich? Absolut, absolut, ja. Ja, ist mir auch wichtig. Auch die Lieferanten, also ich arbeite mit ein paar Lieferanten, die in Deutschland sind. Mhm. Auch diese Menschen kenne ich persönlich noch. Diese Menschen sind große, große Feinschmecker. Ich habe wirklich Glück. Es ist durch Recherchen, durch Hörensagen. Du merkst ja, wie man sich unterhält, ne? Das ist irgendwie, man unterhält sich einfach und man stellt einfach so ein paar Fragen nebenher und dann hört man raus, aha, was sagt die Person eigentlich und so, weiß man dann, das ist der Kontakt. Zum Beispiel, das ist jetzt ein kleiner Insider. Also die Weine kann ich noch nicht direkt bei den Weingütern bestellen, weil es lohnt sich nicht. Okay. Es bedeutet, also die haben entweder zu hohe Mindestabnahmemengen oder die Frachtkosten sind so teuer, dass es nicht geht. Und was ich mache, ist, ich habe einen Lieferanten in Deutschland, der aber in Burgund studiert hat. Also er ist ein großer Weinkenner. Und deshalb bin ich immer sehr glücklich, wenn die Leute mir sagen, dass meine Weine fantastisch schmecken, weil ich habe so ein Glück, diesen Menschen kennengelernt zu haben. Ja. Der gibt mir die besten Weine, wirklich. Also, und es sind Weine von kleinen Weingütern. Niemand kennt diese Weine. Die findet man kaum. Ja. Das ist wirklich toll. Auch mit der süßen Feinkost, das ist eine französische Firma, die in Deutschland ansässig ist. Und die verkaufen nur oder die bieten nur Produkte an, die wirklich so raffiniert und schön sind und die aber auch nachhaltig sind. Die Firmen, mit denen sie zusammenarbeiten, sind oft Firmen, die auch einen lokalen Auftrag haben. Das heißt, die arbeiten mit lokalen Produkten, mit lokalen Eiern und Mehl und so weiter und beschäftigen auch viele Menschen, die ins Berufsleben wieder eingegliedert werden. Ja. Und das sind wirklich tolle, tolle Sachen. Ich habe sehr viel Glück, muss ich. Also es war auch ein bisschen Selbstrecherche und viel Nachhören und so. Aber es ist auch ein bisschen Glück. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, du bist losgegangen. Ich glaube, da passiert schon ganz viel, wenn man wirklich rausgeht und anfängt, mit Menschen zu sprechen. Ja, absolut, ja. Sarah, man könnte jetzt sagen, okay, du hast jetzt dein Sortiment und fertig und das machst du jetzt. Ich habe aber den Eindruck, dass du da eine große Begeisterung hast, da immer wieder weiter sich zu entwickeln. Wie entwickelst du dich denn weiter und was sind so die Sachen, die du gerade aktuell so gerne recherchierst? Ja, also was ich sehr, sehr gerne machen möchte, wäre Weinproben bei mir selbst anbieten zu können. Also ich würde das super gern weiterhin mit anderen Händlern machen, weil es sind schöne Kooperationen. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man auf einer Wellenlänge ist mit den Leuten, es ist wirklich toll. Aber ich würde ganz gerne auch mal bei mir eine Flasche öffnen können und sagen, jetzt probieren wir mal den leckeren Tavelda aus Avignon. So. Und was ich auch sehr, sehr gerne machen möchte, wäre auch ein bisschen Gastronomie anzubieten, weil ich finde, es wäre doch so toll, wenn ich mal selber ein Quiche backen könnte oder so und dann können die Leute sich in ihrer Mittagspause ein Stück Quiche mitnehmen und einen Kaffee oder was auch immer. Das wäre wirklich, wirklich toll. Das ist ein Ziel, was ich mir gesetzt habe. Ich weiß nicht, wie andere Händler, Einzelhändler das so sehen, aber ich habe den Eindruck, dass ich, auf Französisch sagt man, ich stelle das Pferdegestell vor den Pferden. Also ich habe den Eindruck, ich will sehr schnell irgendwas erreichen, aber eigentlich geht das gar nicht. Und es ist okay, dass es nicht schnell geht. Und ich habe 1000 Baustellen und da muss ich versuchen, ein bisschen mehr einen klareren Blick zu kriegen und mich nicht zu verrennen. Weil das ist ein Ziel von mir, muss aber nicht
jetzt sein. Also es kann in 3 Jahren, 5 Jahren passieren. Vor allem brauche ich Personal für sowas, weil ich kann nicht alles alleine leisten. Und was auch ein Thema ist, ich baue mir gerade eine Webseite auf und es soll auch in einen Online-Shop münden. Und das sind halt sich Baustellen. So. Und ein Online-Shop ist so aufwendig aufzubauen und da muss man, also ich mache das mit einem ganz tollen Menschen zusammen, der wirklich viel Erfahrung hat und der auch tolle Ideen hat und so weiter. Aber ich muss ja die ganzen Produkte beschreiben und das braucht eine Ewigkeit. Ja, und das ist echt, deshalb, das sind halt Dinge, das hängt dann. Also, ne, und da muss ich halt gucken, was kommt zuerst. Ich denke, zuerst kommt der Online-Shop und dann kann man immer noch gucken, wie man in die Gastro da reinbringen könnte. Oder vielleicht macht man dann einen separaten Laden auf. Ich meine, wenn man Personal hat, das könnte ja auch gehen, dass man sagt, okay, einmal hat man den Concept Store und dann findet man so ein kleines Mädelchen, irgendwie, wo man ein paar Tische draußen hinstellen kann und da gibt es halt Kaffee und Quiche und keine Ahnung. Ja, ich meine, die Innenstadt von Recklinghausen ist auch nicht sehr groß. Ne? Es ist fußläufig alles erreichbar. Ja. Wie perfektionistisch bist du? Auf einer Skala von 1 bis 10? Minus 5, würde ich sagen. ich bin ein absoluter Bauchgefühl-Mensch. So Perfektionismus ist nicht meins. Also ich möchte gerne gut sein, natürlich. Es ist schon mein Anspruch, gut zu sein, aber wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Egal, dann machen wir das andere. Ich bin eher ein impulsiver Mensch, würde ich sagen. Also ich lasse mich sehr leiten von Emotionen auch. Ja. Aber bis jetzt ist mir das immer zugute gekommen. Also Aber ich habe einen Tipp für die vielen To-Dos und vielen Ideen, die du hast. Weil ich kenne das so gut, ich bin selbst ein kreativer Mensch und ich mache alle möglichen Sachen. Und was total hilft, ist, alle Dinge, die du gerne machen willst, mal aufzuschreiben. Mhm. Eine komplette Liste. Und dann gehst du mal durch und nummerierst die durch. Also nicht von oben nach unten, sondern du guckst, okay, was ist mir das Wichtigste, Zweitwichtigste? Okay, wenn du das gemacht hast, streichst du alles, was unter Punkt 5 ist, weg. Ah, okay. Und dann kümmerst du dich um die ersten 5 Punkte. Ja, ja. Es ist auch immer ein Spiel zwischen, also danke für den Tipp erstmal, es ist immer ein Spiel zwischen, was ist für den Laden wichtig, also finanziell, wirtschaftlich gesehen wichtig. Und ich habe Geisteswissenschaften studiert. Finanzen ist nicht meine Welt. Und was ist für mich wichtig? Zum Beispiel für mich wichtig wäre eben, dass ich ein bisschen Gastro reinnehme, auch wenn es viel mehr Arbeit bedeutet. Ne? Auch wenn es viel mehr schlaflose Nächte bedeutet und so weiter. Das ist etwas, was ich halt persönlich, was mich persönlich total weiterbringen würde. Und auch das Gespräch mit dem Kunden, weil dann verweilen die, dann sitzen die da am Tisch und trinken ihren Kaffee und bleiben, die können noch ein Buch lesen von mir aus. Ne? So, das finde ich total geil. Ist nicht sehr wirtschaftlich, aber es wäre super, auch für die Stadt Recklinghausen, finde ich, wäre das sehr interessant. Ich würde da ein Fragezeichen ranmachen, ob das wirtschaftlich ist oder nicht. Also zum einen würde ich dir den Podcast empfehlen mit Natascha Kespi von den Winterfeld-Schokoladen. Die hat nämlich einen Schokoladenladen mit Kaffee dran. Ja. Weil so eine Gastro- oder Ausschanksituation ganz häufig die Erwartungshaltung der Leute ändert. Also bedeutet, die kommen nicht rein mit diesem Gefühl, okay, ich muss jetzt hier was kaufen, sondern die kommen entspannt rein, trinken einfach einen Kaffee und kaufen trotzdem noch was. Ja. Und das kann sich genau ins Gegenteil umkehren, dass wenn du sagst, okay, das ist vielleicht was ein persönliches Bedürfnis von dir, was du gerne machen würdest, in Wirklichkeit könnte dadurch eine Wirtschaftlichkeit auch für deinen Laden noch mehr zusätzlich. Ja, absolut. Also unwirtschaftlich wäre es nicht. Es wäre schon wirtschaftlich. Aber der Hintergrund oder der Hintergedanke ist, dass man eben die Leute dazu einlädt, wirklich dieses französische Lifestyle zu genießen. So, sich da hinzusetzen, ihre Tarte-Citron zu essen und einfach da zu bleiben. Klingt super. Aber, und dann was zu essen, dann was zu kaufen, meinetwegen. Aber wirtschaftlich, wirklich sofort wirtschaftlich, ist halt ein Online-Shop. Und da muss ich sagen, eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Eigentlich habe ich gar keine Lust auf einen Online-Shop, weil das bedeutet, dass man den ganzen Vormittag im Lager verbringt und Kartons packt. Man hat keinen Kontakt. Also man ist ja wirklich, das ist passiert über Internet und dann haben die alles in ihrem Warenkorb und dann verschickt man das und das war's. Okay. Was ich aktuell mache, ist zum Beispiel, die Leute, ganz oft schreiben mich Leute auf Instagram an
Und dann verschicke ich Pakete, aber dann habe ich einen Kontakt, ich weiß ja nicht, und dann schickt die mir ein Bild, wenn die Sachen da sind. Zum Beispiel als letztens einer 10 Flaschen Wein bei mir bestellt, hat ein Bild geschickt, wie die Weine in seinem Weinkeller Ach, stehen. geil. Dann gerührt so, ne? Und Ja. das ist so wirklich dieser Kundenkontakt, der ist für mich, oder dieser menschliche Kontakt, der ist für mich total wichtig. Und dieses Online-Shop, ich muss es machen, weil reines Geschäft mit 30 Quadratmetern ist halt nicht sehr rentabel, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht sehr rentabel. Vor allem, weil es kleine Produkte sind, die sind nicht sehr teuer. Also für das, was es ist, ist es natürlich nicht unbedingt erschwinglich. Ne? Als Beispiel, ich habe so Butterkekse aus der Bretagne, die kosten 3,20 €. Also wenn man sich Leibnizza holt bei Kaufland, wie viel kosten die? 90 Cent, 1,50 € vielleicht? Sowas, ja. So, ne, das kostet aber das Doppelte oder noch mehr. Und klar, aber 3,20 € an sich ist nicht sehr teuer. Ne? Du Ist nicht viel kaufst Geld, aber, ja, aber. 3,20 €. So. Und das bedeutet, es ist nicht sehr rentabel. Also es ist nicht sehr wirtschaftlich und deshalb, ich komme nicht um meinen Online-Shop drum herum. Okay. Und dann muss ich gucken, wie ich das mache, so dass ich trotzdem Spaß an meinem Job habe und nicht nur ein Online-Shop werde. Ja, also ich habe deswegen gefragt wegen Perfektionismus, weil du gesagt hast, du musst die ganzen Texte schreiben und Produktbeschreibung etc. Wäre die Frage nicht, ob du guckst, okay, was sind die ersten 20 beliebtesten Produkte und das kommt in den Online-Shop erstmal? Das Ne? haben wir, genau, das haben wir so festgelegt, aber wir haben 70 Produkte. Okay. Und die Texte, ja, vielleicht bin ich doch ein bisschen perfektionistisch. Also es muss nicht perfekt sein, aber es muss vom Herzen kommen. So, die Beschreibungen müssen schön sein, Ja. weil die Produkte sind schön und es ist kein Ja. 0815, 0850 Zeug, sondern es ist was Besonderes und da muss eine Ja. besondere Beschreibung dahinter, weil ansonsten im Internet. Wo ist dann der Unterschied zu all den anderen Sachen? Ja, Ne? Weil wenn man das das nicht stimmt. irgendwie präsentiert, wie es wirklich ist, wie das Produkt wirklich ist. Ne? Ja, genau. Ja. Was wäre sowas, was du jetzt gelernt hast als Ladeninhaberin, was du gerne schon am Anfang gewusst hättest? Gute Frage. Also, ich muss mir dazu ein bisschen Gedanken machen, aber meine Schwägerin in Spee hat mich was gefragt. Das fand ich sehr interessant. Sie hat gesagt, was ist so gekommen, wie du es dir vorgestellt hattest und was nicht? Das So im ist eine Endeffekt, so super Frage. rückblickend. Ja. Und dann habe ich gesagt, also eine Sache ist so gekommen, wie ich sie mir vorgestellt hatte, aber gleichzeitig auch nicht, und zwar meine Resilienz. Einerseits ist es so gekommen, wie ich es wusste. Ich wusste, ich werde keinen Urlaub haben. Ich wusste, es wird super viel Arbeit sein. Ich werde überwältigt sein, überfordert sein. Ich wusste das. Aber ich dachte, ich wäre resilienter. Und ich merke wirklich, wie es an mir zerrt. Also wie ich kaum Freizeit habe. Aber es ist halt auch ist auch meine eigene Schuld, weil ich mir nicht so viel Zeit für mich selbst nehme. Weil ich immer Termine und ich gehe zu jeder Veranstaltung hin und so und Kontakte knüpfen und und. Ist halt, ich könnte das auch anders machen, aber ich merke, dass ich halt, dass ich nicht so resilient bin, wie ich gedacht hätte. Nur aktuell kann ich mir noch nicht leisten, jemanden einzustellen. Das ist halt ein bisschen das Problem. Ja, und zu deiner Frage, was ich gerne gewusst hätte. Ich finde, die ist schon gut beantwortet. Ist Ja. total, ja. Wie gehst du aber damit um? Du brauchst da Ressourcen, wir hatten das ja direkt jetzt im Vorgespräch auch, um einfach fit zu sein und um durch den Tag zu kommen und einfach auch deine persönliche Ruhezeiten und Ausruhen und sowas zu schaffen. Ja, wie gehst du damit um, dass du da trotzdem auch deine persönliche Kraft behältst? Ich gehe nicht sehr gut damit um. Also ich muss auch sagen, der Job macht wirklich sehr viel Spaß. Also ne, das ist eine Sache, worin ich auch Kraft herausziehe. Ja, also wirklich. Im Vergleich zu allen Jobs, die ich vorher hatte, ist das eindeutig der beste Job, den ich jemals hatte. Weil ich habe nur freundliche, nette Gespräche. Ich habe noch nie ein unfreundliches Gespräch gehabt. Manchmal habe ich Gespräche, die mir ein bisschen zu lang sind, wo ich denke, oh, ich muss jetzt, ne, weiter mit der Buchhaltung machen oder so. Sage ich natürlich nicht, aber Aber was sagst du dann? Weil das ist wichtig. Es ist super wichtig, aus ja. langweiligen, blöden Gesprächen irgendwann mal rauszugehen. Kommt drauf an, wie gut der Kunde ist. Ja.
Ja. Wenn es wirklich Kunden sind, die viel Geld lassen, dann nehme ich mir immer die Zeit Ja, und ich noch einen natürlich. Kaffee trinken. So. Aber ansonsten, ich sage das auch mal. Ich sage, es kommen auch viele Leute zu mir, die, ja, das meine ich über die unsere älteren, wie sagt man dazu, Kunden und Genossen. Kundinnen. Ja. Die kommen dann gerne und quatschen Ja. gerne, nur ich habe halt manchmal nicht die Zeit. Und am Anfang habe ich mir mal die Zeit genommen, weil ich auch noch nicht so viel zu tun hatte. Jetzt Ja. sage ich ganz klar, du, ja, ist schön, dass du hier warst und so. Wir quatschen 5 Minuten, aber ich muss hier weitermachen. Und dann Ja. haben sie auch Verständnis für. Ich glaube, die finden das schade, weil die gerne mit mir quatschen würden. Ja. Aber ja, geht halt nicht. Ich muss Ja. halt weitermachen. Genau, also durch den Job an sich ziehe ich sehr viel Kraft heraus und das motiviert mich und das macht wirklich sehr viel Spaß und das ist so eine Bereicherung für mich und so ein Upgrade von meinem Leben. Ich glaube, vorher war ich ein halber Mensch, habe ich den Eindruck. So, jetzt bin ich immer, ich laufe so oft nach Hause und habe einfach ein Lächeln im Gesicht, weil der Tag geil war, weil die Kunden geil waren, weil ich Geld gemacht habe oder weil ich eine tolle Weinprobe gegeben habe oder weil ich tolles Feedback bekommen habe, was auch immer. Wie oft ich nach Super. Hause laufe und einfach lächle und denke, geil. Und vorher war das nie so. Da habe ich gedacht, naja, ich hatte einen Okay-Tag. Ich bin zufrieden. Also, ne? Und jetzt habe ich keine Okay-Tage. Ich habe entweder sehr schreckliche Tage, wo ich Ja. nach Hause gehe und denke, mein Geschäft geht den Bach runter. Oder ich habe total krasse Tage, wo ich denke, wow, toll. Ja. Genau. Und ich laufe auch zur Arbeit. Also ich habe meinen Stellplatz gekündigt für mein Auto und laufe jetzt jeden Tag. Also es sind dann, ja, 25 Minuten ein Weg, egal ob es regnet, hagelt, schneit. Ist das mal bitte geil? Ich mache das auch Ja, übrigens. voll, voll. Die Leute fragen auch, warum fährst du nicht Fahrrad? Ja, aber mit dem Fahrrad wären das 5 Minuten. Das reicht nicht, um den Kopf frei zu kriegen. Exakt. Und dieses Ja. Laufen, seine Umwelt mitbekommen, na, es Hörst blüht. du Podcast oder Musik oder irgendwas dabei oder? Nee, ich höre Musik ganz Ja. viel und ich höre Zeitverbrechen. Das ist Ach so, mein der Krimi-Podcast oder Märchen. sowas. Ja, aber nur Ja. Zeitverbrechen. Und betreutes Fühlen mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Das ist mein Podcast. Sehr Ja. gut. Ah Ja. ja. Und ich habe auch eine Freundin, die einen Podcast macht. Es heißt Worldwide Vielfalt. Und sie interviewt einfach Leuten wie mich. Die hat mich auch schon mal interviewt, aber in Bezug auf meine Herkunft und das Leben in Deutschland und so weiter. Super spannend, das höre ich auch ganz gerne. Ja. Sag Genau. nochmal, wie der Podcast heißt. Worldwide Vielfalt. Die Worldwide gute Vielfalt. Raluca, die hat sich auch jetzt auch selbstständig damit gemacht. Okay, cool. Man sagt ja, man soll am Tag 10.000 Schritte tun, das schaffe ich nicht ganz, aber so ein halbe Stunde Spaziergang habe ich mir so angewöhnt und höre ganz viel Ja. Podcasts und ich finde das so inspirierend. Das ist so ein Urlaub, jeden Tag so ein Urlaub. Und wenn du das nutzt für dein, also ich mache das ganz häufig, wenn ich meine Kinder zur Schule bringe, dann laufe ich zurück. Ja. Und das ist so schön. Von daher Ja, finde ich das cool. toll, dass du das auch machst. Ja, finde ich auch. Ja, cool. Ja, und man sieht, man lernt die Umgebung kennen. Ich versuche dann auch, aber ich weiß nicht, gehst du dann auch, wir weichen total vom Thema ab, aber ich finde es so interessant, gehst du immer den gleichen Weg oder gehst du absichtlich unterschiedliche Wege? Ja, es gibt nicht 1000 Wege zu mir Ja. nach Hause, deshalb, aber doch, ich geh doch ab und an andere Wege. Vor allen Dingen, weil ich bin ja ein Teil der Stadt jetzt. Also Ja. so komisch wie das ist, aber man kennt mich irgendwie. Also die Ja. Leute, die grüßen mich auf der Straße und so, auch mit anderen Einzelhändlern, man kennt sich irgendwie. Und es ist auch Ja. gut, mal andere Wege zu gehen, um auch zu gucken, was ist neu in der Stadt. Oder mal ein Gespräch. Ich halte ganz gerne ein Gespräch mit dem Pasquale, da ist so eine Weinhandlung, ein Italiener in einer ganz anderen Ecke der Innenstadt. Und so, da gehe ich auch ganz gerne mal hin und, ne, und so. Und man hat halt nur vor der Arbeit oder nach der Arbeitszeit. Und dann muss man irgendwie andere Wege gehen. Und Ja. ja, und es gibt so tolle Menschen hier in Recklinghausen, das macht Spaß einfach. Ne? Ja, deshalb, und wie du sagst, um seine Umgebung besser kennenzulernen, ist es ganz gut, auch mal andere Wege zu nehmen. Ja, Ja. absolut. Sarah, vielleicht als vorletzte Frage, was sind denn so deine kurzfristigen und langfristigen Ziele für deinen Laden? Also zu überleben ist ein Ziel. Das ist schon ein großes Ziel, weil noch kann ich nicht wirklich sagen, ob sich der Laden rentiert oder nicht, weil es sind die Anfänge und ich hatte auch eine Förderung vom Arbeitsamt bis Februar, muss ich auch dazu sagen. Und das Arbeitsamt hilft junge Unternehmern, sich selbstständig zu machen.
Und das ist der Fall. Ich habe immer noch übrigens eine Hilfe bis Oktober. Da wird quasi meine Krankenversicherung bezahlt davon. Und dann wird sich zeigen, ab Juli fange ich an, meinen Kredit zurückzubezahlen. Das sind dann 500 € im Monat an Kosten, die zusätzlich aufkommen. Und bei 3,20 € Keksen weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Wir werden sehen. Also das ist ein großes Ziel von mir, erstmal zu überleben. Dann, wie gesagt, dieses Online-Shop zu machen. Ein Ziel ist, jemanden einzustellen. Also einzustellen auf 400 € Basis. Ich meine, was anderes kann ich mir aktuell nicht leisten, aber damit ich halt ein bisschen mehr Zeit für Buchhaltung habe zum Beispiel oder für Ideen sammeln. Ne? Dass, wenn man einen freien Kopf kriegt, dann kann man Ideen sammeln. Ich habe ja jetzt 6 Tage die Woche geöffnet. Ich muss, ne, auch montags arbeiten und samstags. Also, das ist ein Ziel. Ein weiteres Ziel ist es, wie gesagt, ein bisschen Gastro reinzunehmen und vielleicht auch mal bald nach Frankreich zu gehen und neue Lieferanten, Weingüter und so weiter kennenzulernen. Ach, und bald kommt die Pro Wine in Düsseldorf und das ist auch ein Ziel von mir, vielleicht neue Lieferanten, neue Weingüter kennenzulernen, die ich vielleicht verbinden kann mit meinem Händler, also mit meinem, dass er dann von denen die Weine holt, weil ich sage, guck mal, die Weine sind geil, nimm die von dem, weil das macht er auch. Ne? Genau. Ja. Und Bier zu verkaufen. Französisches Bier. Das ist auch Französisches ein Bier. Ziel von mir. Ist super schwierig zu machen, weil Deutschland ist sehr protektionistisch, was Bier angeht. Es gibt eine Biersteuer und man muss es verzollen und ganz kompliziert. Man muss Pfand anbieten, obwohl es keinen Pfand gibt auf den Flaschen. Also es ist sehr, sehr kompliziert. Das heißt, eine Bierflasche, um rentabel zu sein, würde wahrscheinlich um die, ja, so 6 € kosten. 33 Zentiliter, ne? Da ist die Frage, ob sich das lohnt, aber französisches Bier ist auch sehr lecker. Sehr gut, ja, spannend. Sarah, wo können wir dich denn in echt im Laden und wo in den sozialen Netzwerken und wo im Internet finden? Also, erstens auf Instagram, zweitens auf Facebook. AMA-Konzeptstore, richtig? Ja, genau. Also im Instagram ist es AMA und dann dieser Strich unten Concept Store. Auf Facebook ist es AMA.Concept Store. Dann AMA wird geschrieben auf für Google. diejenigen, die jetzt das schon wie verrückt eintippen, AMA. Ja, AMA bedeutet lieben auf Provenzalisch, mein Dialekt. Sehr Und ich dachte, schön. es ist ein Name, den sich die Deutschen gut merken können. Ich werde oft gefragt, ob das mein Vorname ist. Wäre ein schöner Vorname, ja. Genau, dann auf Google natürlich unter AMA oder unter französische Spezialitäten Recklinghausen. Da poste ich auch ab und an was. Und auf WhatsApp. Meine Handynummer ist öffentlich auf Google. Und ich arbeite gerade an die Homepage. Sie ist noch nicht on air. Aber es gibt die Adresse schon. Es gibt die Adresse genau www.ama-conceptstore.de. Aber die wird noch aufgebaut, ja. Und dann können die Kunden meine Produkte sehen. Ja, und dann können die auch weitergeleitet werden zum Online-Shop. Also die Webseite wird vorher schon öffentlich gemacht werden. Und erst später kommt der Online-Shop. Ich denke, dass ich muss da richtig viel Arbeit reinstecken, Ja, das endlich. Und ist dann. wahnsinnig viel Arbeit, ja? Und das dauert alles länger, als man denkt. Voll. Ja, Ja. absolut. Also das Genau. Beste ist vielleicht jetzt auf Instagram direkt zu folgen und dann denke ich, wirst du ja auch alles andere, wenn der Online-Shop online ist und so weiter, da die Menschen informieren. Genau, ja. Sarah Landes, tausend Dank für dieses Gespräch und die inspirierende französische Art, die du hier im Gespräch vermittelst. Und danke für deine Einblicke in deinen Laden. Und ich fand das gerade sehr erfrischend und inspirierend. Ja, vielen Dank dir, Johannes. Danke, dass ich hier sein durfte und dass du sehr viele interessante Fragen gestellt hast, die mir auch ein bisschen Input gegeben haben. Okay, das interessiert mich jetzt ganz konkret. Kannst du sagen, was nimmst du mit? Ja, zum Beispiel diese Frage mit den Zielen, das ist ganz interessant, weil man denkt nicht so drüber nach. Also ich denke nicht drüber nach, was sind meine Ziele überhaupt? Ne? Aber wenn man das gefragt bekommt, so von außen, denkst du, ja, das und das und das, das sind meine Ziele. Ja. Ja, oder Ja, das mit dem, ja. nur wenn du Ziele hast, kannst du ja darauf hinarbeiten. Alles andere ist ja quasi so ohne Navi losfahren. Ja. Meine Tante ist Psychotherapeutin und sie meinte,
Es ist normal, dass man als junger Mensch, ich bin jetzt auch nicht mehr so jung, aber als junger Mensch, dass man sich viel bewegen möchte und viel Neues ausprobieren möchte und so weiter. Und dass man irgendwann im Leben eher dieses Routinierte haben möchte, dieses Ruhige und so weiter. Und ich glaube, ich bin gerade immer auch in der jugendlichen Phase von viele Dinge probieren, mich austoben, gucken, was funktioniert nicht, Fehler machen, daraus Ja, lernen und so weiter. Ja, das ist das ganz klingt wichtig. sehr, sehr gut. Ja. Sarah, tausend Dank für dieses wunderbare Gespräch. Gerne, gerne. Ich wünsche noch einen wunderbaren Tag. Danke Und dir auch. das war die heutige Folge des Entfalte deinen Laden Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann kannst du gerne diesen Podcast hier auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Natürlich übrigens auch auf YouTube. Wenn du noch nicht genug hast und noch mehr Inspiration und Anregungen für deinen Laden finden willst, dann kannst du mir auf Instagram @entfaltedeinladen folgen oder aber du gehst auf die Webseite www.entfaltedeinladen.de und auch da findest du eine ganze Menge an Infos, an Blog-Einträgen und Dingen, die deinen Laden voranbringen. Die nächste Folge des Podcasts kommt wie immer kommenden Donnerstag, auch dann wieder mit tollen Gästen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag und wenn du gerade im Laden bist, einen wunderbaren Geschäftstag. Bis dahin, sei großartig. Eine Sache noch ganz kurz, bevor du jetzt hier aus dem Podcast gehst. Es gibt den Entfalte deinen Laden Newsletter und du kannst dich gern dafür anmelden. Etwa einmal pro Woche schicke ich eine Mail raus, immer mit dem Ziel, neue Impulse, Anregungen oder praxisnahe, umsetzbare Tipps für deinen Laden einzupacken. Das heißt, das ist nicht so ein Werbe-Newsletter, sondern es geht wirklich darum, dass du immer wieder Dinge bekommst, die dich und deinen Laden weiterbringen. Ab und zu gibt es auch besondere Podcast-Folgen nur für die Abonnentinnen und Abonnenten des Newsletters. Du bekommst gelegentlich auch Einladungen, exklusive Inhalte oder VIP-Angebote, die ich sonst nicht rausschicke, sondern eben nur in diesem Newsletter. Du kannst dir den Newsletter jetzt auf www.entfaltedeinladen.de/newsletter abonnieren. Jede Woche abonnieren mehr und mehr Ladeninhaberinnen und Inhaber diesen Newsletter. Wenn du den auch haben willst, unter www.entfaltedeinladen.de/newsletter kannst du dich eintragen. Und es geht auch super einfach, dich wieder auszutragen, wenn du den Newsletter nicht mehr erhalten willst. In dem Sinne, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Alles Gute, Johannes.